Tage, an denen ihr verzweifelt, an denen ihr weinend vom Pferd steigt, an denen ihr traurig seid, nachdem ihr geritten seid, an dem ihr wütend seid, wenn ihr vom Pferd steigt, an dem nichts klappt und ihr einfach ein schlechtes Gefühl habt. Heute war für mich auch so ein Tag, wo es mit Franja überhaupt nicht geklappt hat. Aber ich wollte euch erzählen, wie ich das immer regle, wenn wir einen schlechten Tag haben. Ich stelle mir das nämlich immer so ein bisschen vor wie so ein Marmeladenglas. Ein Marmeladenglas, wo man schöne Erinnerungen reintut. Ich weiß nicht, ob ihr wilde Hühner kennt. Da ist die Metapher. Und zwar halte ich mir jedes Mal, wenn irgendwann, also wenn was Schlechtes ist, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich denke, ich bin ein absoluter Versager. Also wenn ich mich als gescheitert empfinde, dann denke ich immer an die ganzen Sachen, die ich und Franjo schon erreicht haben. An das erste Mal, wo er mir zugewiehert hat, an das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, an das erste Mal, wo ich ihn ohne Sattel geritten bin, an das erste Mal, wo er aus dem Schritt angaloppiert ist. Und ich muss ihn mir eigentlich nur vorstellen, wie ich in den Stall komme und ihn sehe und dann geht einem irgendwie das Herz auf und ich entwickle dann immer so einen Drang, es besser zu machen, es besser hinzukriegen. Ich denke dann immer darüber nach, was hast du falsch gemacht? Sollst du vielleicht mit dem Oberkörper so weit nach vorne? Also, oder habe ich eine falsche Hilfe gegeben? Habe ich es vielleicht verursacht? Und meistens finde ich dann auch die Antwort bei mir. Natürlich, das Pferd hat jedes Mal, also das Pferd kann gute Tage haben und schlechte Tage. Das ist genauso wie bei euch Menschen, es fühlt und empfindet. Und jedes Mal, sobald ich diesen Drang gespürt habe, dann nehme ich mir einfach vor, ich mache es das nächste Mal besser. Ich mache es besser und besser. Und irgendwann haben wir das Problem nicht mehr. Wenn was nicht klappt, dann mache ich das immer über Zeit. Ich übe das so lange, bis es funktioniert. Und ich lobe für die kleinsten Schritte, die in Richtung besser gehen. Ihr müsst konsequent sein, aber man darf nicht böse werden. In dem Moment, wo ihr böse werdet, verliert ihr, weil dann wird euer Pferd auch böse. Ihr wollt doch nicht die Olympiade gewinnen. Alles gut. Wichtig ist einmal tief durchatmen. Also setzt euch wirklich über Zeit durch und nicht durch Gewalt. Das ist ganz wichtig. Und abschließend ist zu sagen, in guten wie in schlechten Zeiten, das ist der Deal. Bleibt dran.